Jetzt, yes, Freunde, herzlich willkommen wieder auf meinen Kanal, Simons Kutschwelt, Freunde. Es ist The Voice of Germany. Wir werden jetzt auf die Blind Edition reagieren. Diese junge Dame ist 15. Ist mega krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich schon drauf. Say a thumb, singt sie. Ich bin wirklich gespannt, was uns natürlich da erwartet. Ich hoffe, ich spreche jetzt gleich aus Jamie Ma. Wenn du es sehen solltest, mashallah, Grüße gehen raus. Wir schauen jetzt mal rein, was da wirklich abgeht. Los geht es. Yeah. Okay, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Wir gehen mal ein bisschen weiter. So. Oh Gott. Alter, alleine wie krass muss das sein, ey. Du gehst da hoch, ey, und du weißt halt, dass da die krassesten Sänger sind und... Und fucking... Das ist einfach krass. Oh Gott, Leute, ey, ganz ehrlich, ich möchte gar nicht wissen, was geht dir da im Kopf vor, wenn du da so stehst und denkst, oh mein Gott, jetzt bin ich bei The Voice of Germany, wollte ich sagen, auf The Voice of Kids. Krasse Scheiße. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Auftritte in meinem Leben. Ja, das denke ich auch. Dass das definitiv dein wertvollster Auftritt ist. Ich gehe mal ein bisschen weiter jetzt. Krass, wie leise das da ist, ne? Das ist so krass. Say something, I'm giving up on you. Oh Gott. Oh Scheiße, ich krieg Gänsehaut. Oh my gosh. Oh my gosh. I'll be the one if you want me to. Oh Gott. Heftig. Echt gut. Boah, das berührt mich krass. Boah, heftige Stimme einfach. Ich bin Jemima, 15 Jahre alt und komme aus Wermelskirchen. Ich lebe mit meinem Vater, mit meinen drei Geschwistern. Das ist Diana, der ist 13, Kivis ist 10 und Jervi ist 9. Jetzt mal weiter. Wenn jemand etwas sagen soll, weil er aufgibt, meine Mutter ist gestorben. Krass. Vor zwei Jahren. Nicht aufgeben, auch wenn man so etwas Wichtiges in seinem Leben verliert, weil das Leben geht weiter. Wir tragen, oh, wie stark, ey. Die Menschen trotzdem in unseren Herzen. Das ist wichtig. Oh. Alter, was für eine Stimme, ne? Mein lieber Schwabe, ey. Boah. Krass, ey. So stark. Boah, wahnsinnig. Also, wenn ihr es genauso seht, lasst auf jeden Fall die besprechen. Krass.